didn't even get to run. Hey Freunde, willkommen zum heutigen Verbund-Batterietest. Wir haben ja einen Verbund mit 196 Schuss, so rum. Eine Brenndauer von ungefähr 160 Sekunden, 20 mm das Ganze und fast 2000 Gramm NEM. Ist wie gesagt von Classic aus der Signature Range. Die Bezeichnung der Batterie lautet C19620SIG-C, Signature Range. Ja, wie gesagt, die Classic-Produkte haben ja eh immer einen schönen komischen Namen. Also das ist jetzt die Signature Range 196 im 20mm Bereich. Wir können ja kurz mal reinschauen. Die Batterie ist übrigens F2 und hat natürlich keinen Stahlkäfig. Sind halt 20mm hoch. Ziemlich schwer das Ganze. Kann man so jetzt ja auch nicht auf der Kamera sehen. Moment. So. Also wie gesagt, 20mm Rohre. Ist ein sehr schwerer, fetter Kasten und alles nur gerade Abschüsse. Und deswegen würde ich mal sagen, schauen wir uns das überhaupt mal so an, ob sich das überhaupt lohnt. Preislich muss ich jetzt überlegen, habe ich, glaube, knapp 50 Euro bezahlt. Es kann auch ein bisschen weniger gewesen sein, aber so um den Dreh. Ich würde mal sagen 50, maximal 56 Euro. Also sehen wir uns dann gleich draußen, der Signature, 1, 2, 3. Wir sehen uns gleich draußen zur Zündung der Signature Range. So wollte ich sagen. Also, bis gleich draußen. So Freunde, jetzt die 200 Schuss oder irgendwas. Schlag mich tot. Signature Range. 20 mm. Also, jetzt mal ohne Flachs, für 20 mm, das war geil. Ich dachte, die ist ein bisschen langweiliger mit dem Schießen, aber so. Tja, kann ich absolut empfehlen, wenn man sie mal bekommt. Die Signature Range 196 war es, 20 mm. Ja, Freunde. Top. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da, einen Kommentar, ein Abo. Kostet alles nichts. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Video. Macht's gut.